Liebe Zuschauer, wie immer dienstags ist es Zeit für einen Ausflug in die Welt der Charts. Mein Name ist Jörg Scherer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Heute ist es fast schon Pflicht, den Blick auf den DAX zu werfen, denn der Charme der runden Kursmarke strahlt natürlich auf das deutsche Aktienbarometer aus. Dabei zeigen die deutschen Standardwerte durchaus Respekt vor der runden 8000er-Marke. Abzulesen ist das an den kleinen Kerzenkörpern der letzten Tageskerzen. Aber ich denke, es überwiegen die Chancen, dass wir diese Marke herausnehmen werden, denn in der letzten Woche haben wir die Schiebezone, die uns seit Mitte Dezember begleitet, zwischen 7537 Punkten auf der Unterseite und 7872 nach oben hin überwunden. Und damit lässt sich aus diesem klassischen Konsolidierungsmuster ein Anschlusspotenzial von rund 300 Punkten ableiten. Aus diesem Anschlusspotenzial lässt sich also im Prinzip ein direktes Durchstarten in Richtung der historischen Hochstände aus den Jahren 2000 und 2007 bei 8136 respektive 8151 Punkten rechtfertigen. Und Rückenwind kommt derzeit von den amerikanischen Märkten, der Dow praktisch täglich mit einem neuen Allzeithoch und erfolgt damit dem Dow Jones Transportation, der die analoge Weichenstellung schon Ende Januar vollzogen hat. Und das ist immer eine besonders schöne Konstellation, denn damit ist eine der Basisforderungen der Dow-Theorie erfüllt. Denn schon Charles Dow forderte, dass die Indizes, sprich der Dow Jones Transportation und der Dow Jones Industrial Average, sich gegenseitig bestätigen müssen. Das liegt aktuell vor, beide Indizes auf Allzeithochs. Und damit kann man den Haken setzen hinter diese idealtypische Konstellation, wie sie die Dow-Theorie fordert. Es lassen sich im Moment allerdings auch durchaus das ein oder andere Haar in der Suppe finden. Zum Beispiel die Anzahl der Aktien an der NICE, die neue 52-Wochen-Hochs erreichen. Die hinkt hinterher, ist signifikant niedriger als zum Jahreswechsel 2012-2013. Und damit haben wir hier eine negative Divergenz entstehend in einer Situation, wo der breite Markt eben wirklich oder wo der Dow Jones neue Hochs macht, würde man eben auch erwarten, dass die Anzahl Aktien, die neue 52-Wochen-Hochs erreichen, entsprechend mitspielt. Und eine zweite negative Divergenz tut sich auf, wenn man sich den Smart Money Flow Index anschaut, ein Maßstab für das, was das smarte institutionelle, das großinstitutionelle Geld macht. Und während der Dow, wie gesagt, neue Allzeithochs verbuchen kann, hinkt dieser Index hinterher und das ist so ein zweiter Pferdefuß. Wie lösen wir dieses Spannungsfeld auf? Auf der einen Seite das Preissignal, das einen weiteren Anstieg des DAX erwarten lässt, und auf der anderen Seite so die eine oder andere negative Divergenz, die man ausfindig machen kann. Einfach dahingehend im Moment das Preissignal, das stärkste Signal, das der Techniker erhalten kann. Von daher sehen wir nach wie vor gute Chancen, die 8000er-Marke zu überwinden und die alten Allzeithochs tatsächlich unmittelbar anzugreifen. Auf der anderen Seite würden wir eine enge Absicherung für jeden trading-orientierten Anleger empfehlen, und prädestiniert dazu ist das obere Ende der zuvor angesprochenen Schiebezone, sprich die 7872er-Marke. In diese Schiebezone, in dieses alte Konsolidierungsmuster sollten wir tunlichst nicht mehr zurückfallen, und damit ist das die klassische Stop-Loss-Marke, mit der man sich getrost zurücklehnen kann und vom Markt zeigen lassen kann, wie weit dieser Trend tatsächlich tragen wird. Liebe Zuschauer, als zweites der Blick auf den Stoxx Europe 600 Technologies, also das Branchenbarometer für die europäischen Technologiewerte. Und da gab es zuletzt doch einiges an positiven technischen Weichenstellungen zu vermelden. Zunächst einmal haben wir das Hoch von 2011 bei 242 Punkten überwunden, damit nicht nur ein neues Vierjahreshoch verbucht, sondern gleichzeitig auch die Bodenbildung seit 2009
abgeschlossen. Zuvor gab es gewissermaßen als Sahnehäubchen schon den Bruch des Abwärtstrends seit dem Jahr 2000. Und damit haben wir die beiden wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, die der Techniker fordert für eine nachhaltige Gezeitenwende, nämlich zum einen der Bruch von einem übergeordneten Abwärtstrend und zum zweiten die Ausprägung von einer sauberen unteren Umkehrformation. Hinter beide Kriterien kann man also mit Blick auf den Chartverlauf der Technologiewerte den Haken setzen und damit ist der Index durchaus technisch im Moment in einer vielversprechenden Ausgangslage. Den Chart, den ich mitgebracht habe, der zeigt zunächst zudem nochmal ein klassisches Dreieck und aus diesem nach oben aufgelösteten Konsolidierungsmuster lässt sich zunächst mal ein erstes Kursziel von ungefähr 280 Punkten ableiten. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit März 2009 verläuft aktuell sogar erst bei 301 Punkten. Das Technologiebarometer macht aber auch durchaus auch noch mit Blick auf den Ratio-Chart eine gute Figur, also der Vergleich zwischen Technologiewerten auf der einen Seite und dem breiten Markt, sprich dem Stock 600 auf der anderen Seite. Dieser Ratio-Chart zeigt auch eine mehrjährige untere Umkehrformation, eine sauber ausgebildete Bodenbildung, sodass mit Blick auf diesen Ratio-Chart die lange Phase der Underperformance seitens der Technologiewerte im Vergleich zum breiten Markt definitiv zu Ende gegangen sein dürfte und damit auch unter relativen Gesichtspunkten Technologiewerte wieder interessant erscheinen. Und das ist gewissermaßen die beste aller Welten. Ein Index, der nicht nur absolut gesehen, sondern auch im Vergleich zum breiten Markt sehr gut ausschaut. Und damit stellen die Technologiewerte unseres Erachtens derzeit eine interessante Trading-Gelegenheit für Investoren dar. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder für heute mit einer neuen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche, die vielleicht sogar beim DAX einen Anlauf auf das alte Allzeithoch bringen wird. Bleiben Sie uns gewogen und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen.